Hier wird einem richtig was geboten, Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Risen 2. Wir sollen nach Süden gehen, zum Monolithen. Und wenn wir da sind, sollen wir schon wieder nach Süden. Also mit anderen Worten, wir halten uns die ganze Zeit nach Süden. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Wir gehen einfach nach Süden, Schätzchen. Wir können uns schon mal den nächsten Hinweis auch angucken, würde ich sagen. Das müsste ja dann das sein. Nur der Inhalt eines Grabes ist kostbar. Die anderen sind tödlich. Vermerk, ich habe nur diese Seite behalten. Seite 1 habe ich Nesir gegeben. Seite 2 habe ich auf Faranga versteckt. Seite 3 ist in der ersten Tempelruine. Nur ein Grab ist kostbar. Alle anderen sind tödlich. Das klingt ja auch herzallerliebst. Geht das tatsächlich wieder los mit diesen scheiß Gräbern? Der hat einen richtigen Febel für, der Stahlbart, alles mit solchen Gräbern zu machen hier, Mensch. Meine Güte. Spielstand wurde erstellt. Na, das ist schön. Dann scheiß auf den Hinweis, wenn wir hier ein Dingens haben. Endlich. Jetzt haben wir es fast dann geschafft. Können wir Truhe für Truhe vornehmen. Wir müssen nur noch das richtige Grab ausbuddeln und wir sind am Ziel. Irgendeine Idee? Keine Ahnung. Du bist doch der Rätselexperte. Sieh dir einfach mal die Gräber und den letzten Hinweis von meinem Vater. Gib das her. Ramsay, Wallace, Stubbings, Sockbart. Der hier klingt lustig. Ich probiere es mit dem. Ob ich mir jetzt den Hinweis angucken würde. Ich habe einen Spielstand erstellt. Ich buddel alle Truhen aus, bis ich die richtige habe. So einfach ist das. Und mit der hier fange ich an, weil die so hübsch ist. Komm schon. Ach, es gibt Ruhm für die ganzen Schatzkarten. Na gut, wenn wir den richtigen Schatz gefunden haben, können wir ja immer noch alle anderen aufmachen. Selten. Ja. Also, wir wissen jetzt zumindest schon mal, welches Grab das falsche war. Wie die Garganus, du Garganus. Dann probieren wir es jetzt einfach mal mit einem anderen Grab. Gut, jetzt probiere ich es mal mit dem hier. Was immer das auch für eins ist. Wenn das wieder eine Bombe ist, schrei ich. Wenn nicht, lasse ich es gut sein. Komm schon, du elendes, hässliches, kleines Grab. Offenbare mir dein Geheimnis und wir werden dicke Freunde. Schwer. Wallace Grab. Schatz. Menno. Selten dämlich. Aber wir kommen der Sache näher, Freunde. Wir kommen der Sache näher. Die beiden Gräber in der Mitte sind es nicht. Dann probiere ich es jetzt mal mit dem rechten, wo der schöne Flaschendingensbummens hockt. Wollen wir doch mal sehen, ob das unser Grab ist. Verdammte Gräber immer. So, na dann buddel mal aus. Komm schon. Ramsays Grab. Wenn er eine Falle ist, kotze ich. Endlich. Ich gucke den Hinweis nicht an, ich bin faul. Das wird schon. Och Mann! Selten den. Grabhäuber, 20 Punkte. Das ist aber nett. Also nach Adam Riese kann es ja jetzt eigentlich nur noch ein Grab sein. Gib das sofort her. Nämlich das ganz links außen mit den Pilzen. Alle anderen waren tödliche Fallen. Wenn das jetzt allerdings auch eine Falle ist, dann haben wir ein Problem, weil ich dann echt keine Ahnung habe, wie wir vorgehen sollen. Wenn das alles Fallen sind, na dann herzlichen Glückwunsch. Aber eigentlich müsste es doch eins von diesen Gräbern sein hier, hä? Und da alle anderen eine Falle waren, probieren wir es mit Sockbarts Grab. Endlich.
Hör auf, mit mir immer zu quatschen. Sehe ich aus, als ob ich das wollte? Und jetzt mach auf die Kiste. Ich will endlich meinen Schatz. Na also, Familienerbstück, Verlobungsring. Goldpokal, Karte der Schatzinsel, Piratenalmanach. So, jetzt buddeln wir erstmal noch die anderen Kisten aus, damit wir hier auch noch ein bisschen Ruhm kriegen. Weil die Punkte lasse ich jetzt natürlich nicht hier einfach zurück. Das könnt ihr vergessen. Schön Kiste für Küste rausholen. Komm schon. Weil das gibt hier auch nochmal richtig schöne Ruhmpunkte, wie ihr seht. Deshalb holen wir die alle hoch. Da lasse ich auch nicht mit mir verhandeln. So, na dann komm mal hoch, mein Kistli. Wallace-Grab. Und jetzt haben wir nämlich noch eins. Auch das holen wir hoch. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Das gibt wenigstens starke Arme. Meine armen Arme werden heute Abend ganz schön wehtun. Von dem ganzen Gebuddel heute. Aber was willst du machen? Gib mal her, das Zeug. Gib mal her, gib mal ran. Oh, ich habe gerade ernsthaft Maustaste gedrückt, weil ich kurz abwesend war. Zum Glück war das aufs Grab fixiert und nicht auf die Scheißtruhe. Das hätte jetzt wehgetan. Hätten wir alles nochmal neu buddeln können. Weil ich so ein Held bin. Wie die Markibäre, du Markibäre. So, wie sieht denn die Insel jetzt eigentlich aus? Ja doch, hier sind wir ja überall durchgekommen. Da können wir eigentlich zurück, würde ich sagen. Zurück aufs Schiff und dann nehmen wir uns mal den Harlock vor. Die kleine geleckte Meerjungfrau. So, jetzt knöpfen wir uns den Mistkerl von einem Koch vor. Allerdings, wo ist er? Harlock ist noch unten, nehme ich an. Oder auch nicht, am Deck ist er nicht. Der ist weg. Der ist einfach weg. Und? Was ist jetzt? Ich habe in dem Schatz einige Goldsachen und einen Edelstein gefunden. Außerdem etwas Schmuck. Ich nehme den Schmuck. Da könnte etwas dabei sein. Den Rest kannst du behalten. Gut. So machen wir es. Hier hast du den Schmuck. Ja, das ist genau das, was ich immer gesucht habe. Ein uraltes Familienerbstück der Stahlbarts. Und der Ring, den mein Vater meiner Mutter zur Verlobung schenkte. Ich danke dir, mein kleiner Held. Ohne dich... Ja. Ich will nur sagen... Was denn? Ach, nichts. Ach, komm schon. Jetzt sag schon. War nicht so wichtig. Ich höre immer noch. Schon gut. Patty. Ich meine, wir sind doch ein richtig gutes Team, oder? Das sind wir wohl. Danke, dass du da bist. Ich kann dich echt leiden. Oh, ist das süß. Jetzt, wo mein Vater tot ist, ist alles nicht einfacher geworden. Dafür hat man Freunde. Ja, das stimmt. Naja, dann lass uns mal weitermachen. Wie, das war jetzt alles? Was hast du erwartet? Naja. Das hättest du wohl gern. Los, weiter jetzt. Ich krieg die drei Worte schon auch von dir zu hören, so. Was meinst du? Wo könnte Harlock hingegangen sein? Er ist bestimmt nicht durch die Schlucht gelaufen. Dann hätten wir ihn gesehen. Lass uns am besten mal den Strand entlang gehen. Alles klar, komm mit. Komm mit. Ei. Den Kerl kaufe ich mir, den lasse ich nicht zurück. Den mache ich platt. Der wollte uns voll in die Scheiße laufen lassen. Rechts oder links? Wir gehen mal zuerst hier lang. Pflanze. Ach, da sind sie doch, die Sandteufel, die ich gesucht habe. Harlock, du Made. Komm sofort her.
Also hier scheint er nicht zu sein. Dann eben in die andere Richtung. Menschenskinder. Wäre ich mal gleich da lang gegangen. Und dann hätte ich die heilige Blume nicht gefunden. Das wäre ja schlimm gewesen. Ist ja nicht so, dass ich schon in Gold schwimmen würde oder so. Hallo. Hallöchen. Wo bist du? Da ist er. Dein letztes Stündlein, genießt dein letztes Lagerfeuer. Du schon wieder. Es ist keine gute Idee, hier aufzukreuzen. Es war keine gute Idee, uns die Falle zu verschweigen. Ach das? Er ist mir wohl entfallen. Obwohl ich gehofft hatte, dass du in der Wildnis verschwindest. Aber manchmal kommt es eben anders. Also, was jetzt? Sieh mal, ein Vögelchen. Ich konnte Harlock schon damals nicht ausstehen. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Wie auch immer, ich bin froh, dass er uns keinen Ärger mehr macht. So, Harlock. Alte Ratte. Jetzt aber nichts wie zurück zum Schiff. Damit dürfte die Sache mit dem Schatz ja eigentlich auch gelaufen sein. Haben wir gut gemacht. Das war ein Abenteuer, sage ich euch. Das war ein Abenteuer. Zurück zum Schiff, bitte. Was machen wir als nächstes? Am besten wir verlassen diese Insel. Hier gibt's nicht mehr viel zu holen. Sag mir Bescheid, wenn's losgehen soll. Also von mir aus können wir Kurs setzen. Es wird Zeit, neuen Kurs. Und zwar zur zu Insel der Hi, Toten. Die Insel der Toten. Ja, da fährt das Schiff des Lordes, es segelt dem Schicksal entgegen. Kein Feind kann bezwingen, es aufhalten oder auch nur zum Beben bringen. Jetzt lasset uns singen auf den Lord, den Herrn des Imperiums. Oh, wir sind irgendwo angekommen. Können wir aufhören mit singen? Oh, das sieht aber nicht sehr gut aus hier. Da konnte jemand nicht besonders gut mit seinem Schiff umgehen. Es ist finster, es ist dunkel, ich hätte Angst. Das hier ist die Insel der Toten. Niemand aus der Crew ist verrückt genug, dich dorthin zu begleiten. In Ordnung, ich mach das schon. Wehe, du kommst nicht zurück, sonst... Ich werde mich hüten. Sonst hängt der Haussegen schief, was, mein Schatz? Ob der vielleicht mitkommt? Willst du dir die Insel mal ansehen? Nein, mein Freund. Ich bin dem Tod schon so oft von der Schippe gesprungen. Ich muss ihn nicht auch noch herausfordern. Was sagst du zu dieser Insel? Das ist das Reich der Toten, nicht wahr? Ja, sieht ganz so aus. Nein, hier werden wir keine Brut der Gargoyles finden. Ich glaube nicht, dass sie sich mit den Toten arrangieren würden. Lass uns woanders weitersuchen. Waren das jetzt alle Gargoyles? Ja, mein Freund. Aha. Du hast die Gefahr abgewendet. Ich wüsste nicht mehr, wo sich die Gargoyles noch hätten einnisten können. Das hast du ganz hervorragend gemacht. Ich weiß nicht, wie die anderen das sehen, aber für mich bist du der größte Kapitän der Südsee. Hier, nimm dies als Lohn und Andenken an die unerbittlichen Kämpfe gegen die Gargoyles. 2500 Gold, WTF. Was wirst du nun tun? Mein Platz ist an deiner Seite, solange dieses schreckliche Frauenzimmer diese Welt bedroht. Danke für deine Hilfe, mein Freund. Jederzeit wieder. Das nächste Mal vielleicht in einer etwas ruhigeren Zeit. Wäre wünschenswert. Dann bist du jetzt am Ende deiner Reise? Männer wie wir sind nie am Ziel. Das weißt du noch besser als ich. Die nächste Herausforderung lauert immer hinter der nächsten Biegung. Gut. Dann lass uns weiter segeln. Ja, du hast noch eine Mission zu erfüllen. Allerdings. Ich werde dich dabei nach meinen besten Kräften unterstützen.
Auf geht's, Captain. Gut, also mit anderen Worten, wir müssen hier ganz allein hin. Bringt das was, wenn ich ins Bett gehe, weil es ist gerade relativ finster und im Finstern gehe ich nicht so gern an Land. Da sieht man nicht viel, da ist alle düster, da ist alle dunkel, da kriege ich Angst. Außerdem schmeckt dann das Frühstück nicht, weil mitten in der Nacht frühstücken, das hat irgendwie, das hat einfach keinen Sinn. Kommst du mit? Du bist echt mutig, darüber zu fahren. Mich würden keine 10 Pferde auf die Insel kriegen. Fesselt ihn und werft ihn ins Boot, ich will nicht allein. Ach Mensch. Na, dann wollen wir mal allein zur Insel rudern. Sehen wir uns mal ein bisschen erstmal am Strand um. Bevor wir uns endgültig auf die Insel der Toten einlassen. Ey, Krögli. Da ist noch eine Muschel im Wasser. Ich sehe es genau. Ich will die haben. Gib sie her. Gut, das war nur ein Stein. Ich hab's genau gewusst. Ich wollte euch nur mal testen, ob ihr das mitkriegt. Ihr seid voll drauf reingefallen. Ihr seid so blöde. Also ich hab sofort gesehen, dass das ein Stein ist. Ihr müsst echt mal lernen, ein bisschen auch mal genauer hinzugucken, Freunde. So. Endermesser Grosch, Reinli, Goldli. Liegen noch Planken rum. Aroa Fisch. Gut, ja, dann die andere Richtung eben. Wenigstens sind hier keine Versunkenen unterwegs, weil auf die bin ich wirklich nicht gut zu sprechen. Die machen mich nervös. Nervös und bös machen die mich. Bös-nervös, quasi. Wir müssen bestimmt sowas von zu diesem Tempel da hoch. Das Reich der Toten, das klingt gruselig. Gib das sofort her. Ich glaube, wir müssen hier sogar lang. So ein bisschen Respekt habe ich schon auch gerade irgendwie. Ich meine, das Reich der Toten, das ist... Das ist schon was Besonderes, würde ich behaupten. Insel der Toten gefunden. Ich muss garantiert da hoch. Habe ich auch voll Lust drauf, wirklich. Habe ich voll Lust drauf, ins Reich der Toten zu gehen. Habe ich auch überhaupt keine Angst vor sowas. Überhaupt nicht. Diese Truhe macht mich schon wieder fertig. So. Schwertgriff Sturmwind. Ich sag's gern nochmal, vom Schmieden habe ich keine Ahnung. Meine kleinen Schnitzelköpfe. Eingang gefunden. Oh, da ist der Wächter bestimmt. Der sieht schon so aus wie so ein Wächter. Das ist so ein richtiger Wächtertyp hier. Mit dem quatsche ich jetzt mal eine Runde. Hallo Wächter. Tau. Es ist den Lebenden nicht gestattet, das Reich der Toten zu betreten. Ist das hier das Reich der Toten? Nein, ich bin nur der Wächter. Hinter dieser Pforte liegt der Zugang zum Totenreich. Der richtige Zugang kommt also noch. Es ist der heilige Tempel am Ende der Schlucht, die hinter dieser Pforte liegt. Dort steht der Altar des Übergangs. Und von wem wird der bewacht? Von einer Horde untoter Kreaturen. Na, fantastisch. Untote Kreaturen also? Ha, mit denen werde ich fertig. Die Untoten bewachen den Zugang in das Reich der Toten mit eifersüchtigem Blick. Ihre Macht ist groß. Vor allem hier. Kann ich mir vorstellen. Hältst du hier ständig Wache? Ich wache über diese Pforte. Im Diesseits und im Jenseits. Ich geleite die, welche würdig sind, in das Reich der Toten. Ich bin voll würdig. Hast du auch schon einen Kapitän namens Stahlbart geleitet? Ich erinnere mich nicht an diesen Namen. War er denn würdig? Viel würdiger geht's nicht mehr.
Ich muss mit seinem Geist sprechen. Halte ein. Willst dich durch eine Horde von Untoten kämpfen, um mit dem Geist des Stahlbart zu sprechen? Und nicht vergessen, er ist würdig. Warum willst du das tun? Ich will Mara aufhalten. Und Captain Stahlbart ist der Einzige, der mir dabei helfen kann. Mara. Sie hat schon viele Seelen ohne Rast in das Reich der Toten geschickt. Ja, und das werden bestimmt nicht die letzten sein. Mara stört die Ruhe der Toten seit langer Zeit. Ich werde die Pforte für dich öffnen und dir den Weg ins Reich der Toten weisen, wenn du versprichst, den Rastlosen zur Ruhe zu verhelfen. Der was? Also das ist doch ein bisschen kompliziert, Freunde. Wisst ihr was? Wir machen hier für heute erst einmal Schluss und beim nächsten Mal betreten wir dann das Reich der Toten. Bin ich gespannt. Macht's gut.